25. Februar, 14.21 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 9. Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Das Finale möge beginnen. Nun denn, die Angeklagte Frau Lana Sky soll in den Zeugenstand treten. Frau Lana Sky, Sie sind die Generalstaatsanwältin. Ich bin mir sicher, dass Ihnen bewusst ist, was von Ihnen erwartet wird. Aber Herr Edgeworth, Sie wissen doch bereits alles. Sie wissen alles, was ich in den letzten 2 Jahren getan habe. Bitte machen Sie Ihre Aussagen, Frau Sky. Und denken Sie daran, Sie sagen unter Eid aus. Wir wollen die Wahrheit hören. Natürlich. Die Wahrheit. Lana, egal was passiert, ich werde immer deine Schwester sein. Nun denn, Ihre Aussage, wenn Sie so nett wären. Erzählen Sie uns zunächst von Ihrem Verhältnis zu Gant. Alles hängt von Ihrer Aussage ab. Sie sind unsere einzige Chance, Gant zu überführen. Zeugenaussage. Gant und die Manipulation. Ich habe jahrelang mit Gant zusammengearbeitet. Diese Erpressungstheorie entbehrt jeglicher Grundlage. Ich habe die Beweise vor 2 Jahren ganz allein manipuliert. Als ich Staatsanwalt Marshalls Leiche fand, habe ich den Tatort umarrangiert. Meine einzige Motivation war die Verurteilung von Dark. Emma spielte dabei keine Rolle. Wollen Sie wirklich bei dieser Aussage bleiben? Euer Ehren, ich gestehe ein Kapitalverbrechen. Natürlich bin ich mir da sicher. Aber Lana... Wenn das stimmt, heißt das, dass Polizeichef Gant nichts damit zu tun hatte. Das habe ich Ihnen doch schon von Anfang an gesagt. Bitte, Herr Wright, Sie müssen ihr helfen. Sie opfert sich für mich. Aber was ist, wenn sie die Wahrheit gesagt hat? Hat sie nicht. Ich kenne doch meine Schwester. Immer wenn sie so steif ist beim Sprechen, dann verheimlicht sie etwas. Tief in ihr drin schreit sie vor lauter Schmerz. Ja, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt, um meine Meinung in Frage zu stellen. Die Verteidigung darf jetzt mit dem Kreuzverhör beginnen. Kreuzverhör. Gant und die Manipulation. Ich habe jahrelang mit Gant zusammengearbeitet. Wie viele Jahre waren es genau? Seit ich Oberinspektorin geworden war. Mal sehen. Damals war ich 24. Es müssten also 5 Jahre sein. Inspektor Gant und Inspektorin Sky waren als Partner legendär. Ich habe sie selbst bei zahlreichen Fällen Aussagen gesehen. Sie muss gut gewesen sein. Sie war ja schließlich auf derselben Schule wie mir. Damon Gant war ein rechtschaffener Inspektor. Deswegen... Diese Erpressungstheorie entbehrt jeglicher Grundlage. Aber überlegen Sie bitte nochmal, Frau Sky. Sie haben Inspektor Goodman nicht ermordet. Das haben Sie mir doch gestern im Gefängnis gesagt. Sie verstehen es immer noch nicht, Herr Wright. Jede Aussage, die Sie nicht vor Gericht bekommen, ist nichts weiter als Gerede. Ich habe Inspektor Goodman ein Messer in den Leib gerammt. Und... Ich habe die Beweise vor 2 Jahren ganz allein manipuliert. Haben Sie das getan, um Ihrer Schwester zu helfen? Joe Dark war ein Serienmörder. Meine Schwester wäre um ein Haar sein letztes Opfer geworden. Ich wollte nicht, dass dieser Vorfall ihr Leben ruiniert. Aber was sie getan hat, war doch nur berechtigte Selbstverteidigung. Sie wäre doch überhaupt nicht angeklagt worden. Darum geht es nicht. Sie erlitt an diesem Tag ein Trauma und alles nur wegen dieses Mistkerls. Das konnte ich ihm nicht verzeihen. Lana.
Deswegen haben Sie also die Beweise vor 2 Jahren manipuliert? Als ich Staatsanwalt Marshalls Leiche fand, habe ich den Tatort umarrangiert. Sie sagen, Sie hätten das alles ganz alleine durchgezogen? Ja. Würden Sie uns bitte erzählen, was Sie vorfanden, als Sie am Tatort eintrafen? Offenbar war ich die erste Person am Tatort. Das zerbrochene Messer der Staatsanwaltstrophäe steckte in der Leiche. Was? Aber Staatsanwalt Marshall starb bei einem unglücklichen Unfall. Sie haben nur geträumt, dass das ein mögliches Szenario war. In Wahrheit hat nicht meine Schwester den Staatsanwalt umgebracht. Fantasieren Sie so viel Sie wollen, Herr Wright, aber ich werde dabei bleiben. Sie meinen, Staatsanwalt Marshall wurde letztlich doch von Dark getötet? So in der Art. Wenn das der Fall ist, was ist dann aus der anderen Mordwaffe geworden? Dark war mit einem Springmesser bewaffnet. Ach, das lag auf dem Boden, ein kleines Stück entfernt. Es ist ihm wahrscheinlich beim Kampf aus der Hand geschlagen worden. So ist das nicht abgelaufen. Sie versucht, ihre Lügen mit weiteren Lügen zu vertuschen. Alles nur, um mich zu beschützen. Als Sie also den Tatort so vorfanden, was haben Sie da getan? Schließlich kommt es ja genau darauf an. Ja. Die Messerspitze abbrechen, sie in die Wunde stecken, die Leiche bewegen. Alles ich. Sie haben die Spitze von Darks Messer in die Wunde des Opfers gesteckt und dann haben sie die Leiche bewegt? Aber warum? Warum hätten sie das tun sollen? Das sollten sie doch am besten wissen, Edgeworth. Sie sind doch für ihren schlauen Kopf bekannt. Mein Kopf ist auch nicht so schlecht. Vielleicht sollte ich helfen und fragen, warum haben sie die Leiche bewegt? Als sie am Tatort eintrafen, wo genau lag da die Leiche des Opfers? Sie lag dort, wo sie schon vermutet hatten, neben dem Tisch von Polizeichef Garnt. Die Leiche wurde aber bei ihrem Schreibtisch gefunden. Warum haben sie sie dorthin gelegt? Der Grund dafür ist ganz einfach. Nun gut, dann nehmen wir das in die Aussage der Zeugin auf. Den Grund, warum Frau Sky die Leiche bewegt hat. Die Scherben der Vase, die bei den Vorfällen zerbarst, gefährdeten diesen Plan. Stücke der Vase, Sie meinen... Ja, diese elende Vase, die uns Herr Wright vorhin gezeigt hat. Um zu zeigen, dass Dark das Verbrechen verübt hatte, hielt ich es für zweckdienlicher, die Leiche woanders hinzulegen. Also, als Sie die Leiche ursprünglich fanden, war die Vase schon... Natürlich, sie war in lauter Scherben zerborsten. Wenn man sich den Tatort ansah, war sofort klar, was passiert war. Neil Marshall war tot und Dark lag bewusstlos da. Mit anderen Worten, die Vase muss während ihres Kampfes kaputt gegangen sein. Verstehe. Was ist denn Emma? Anscheinend ist die Vase zu dem Zeitpunkt zerbrochen, als das Verbrechen passierte. Aber ich habe so ein Gefühl, dass sich mehr dahinter verbirgt. Da muss doch irgendwo ein Widerspruch sein. Wie auch immer. Ich habe diese Manipulation völlig allein begangen. Meine einzige Motivation war die Verurteilung von Dark. Emma spielte dabei keine Rolle. Sie haben also den Tatort umarrangiert. Sind Sie sicher, dass Sie das nicht taten, damit Emma nicht wie die Mörderin aussah? Wie oft muss ich Ihnen das noch sagen, Herr Wright? Emma war es nicht. Basta. Sind Sie so verzweifelt, diese Tatsache zu verbergen? Dass Sie sogar die Todesstrafe in Kauf nehmen? Sie lügt. Sie hat es getan, damit ich nicht dafür zur Verantwortung gezogen würde. Wie auch immer. Als Staatsanwältin war das, was ich getan habe, unverzeihlich. Es gibt nichts, wodurch ich meine Taten wieder gut machen könnte. Herr Wright, meine Schwester lügt.
Sieht so aus, als würde sie dich bis zum bitteren Ende beschützen wollen. Sie beharrt darauf, dass sie die Beweise selbst manipuliert hat. Es ist gar nicht möglich, dass sie es alleine getan hat. Ich muss es schaffen, dass Lana noch mehr erzählt. Falls sie lügt, wird sie sich verplappern und in einen Widerspruch verstricken. Ich habe jahrelang mit Garnt, jetzt kommt wieder das Übliche. Die Scherben der Vase, die bei den Vorfällen zerbarst, gefährdeten diesen Plan. Ach, tatsächlich ist das so. Ja, Mensch, das ist interessant. Frau Sky, ich verstehe, wie Sie sich fühlen. Sie haben dieses Verbrechen vor 2 Jahren begangen, um Ihre Schwester zu schützen. Sie meinen die Manipulation am Tatort, an dem Neil Marshall ermordet wurde? Wenn diese Wahrheit jetzt ans Licht käme, wären die letzten 2 Jahre Ihres Lebens nutzlos gewesen. Auch wenn dies so ist, sehe ich mich gezwungen, alle auf einen Widerspruch in Ihrer Aussage aufmerksam zu machen. Ein Widerspruch in meiner Aussage? Sie haben ausgesagt, ich zitiere, die Scherben der Vase, die bei den Ereignissen zerbarst, gefährdeten diesen Plan. Das ist richtig. Haben Sie ein Problem damit? Es ist ein einfaches Versehen, nichts weiter. Sehen Sie, auf die Vase war etwas mit dem Blut des Opfers geschrieben worden. Ja, der Staatsanwalt muss das in seinen letzten Atemzügen geschrieben haben. Genau. Und da liegt auch der Widerspruch. Damit das Opfer diese Nachricht auf die Vase hätte schreiben können, hätte sie vor seinem Tod noch nicht kaputt sein dürfen. Ah. Er hätte Emmas Namen nicht auf eine zerborstene Vase schreiben können. Ruhe! Ruhe! Euer Ehren, es sieht so aus, als würden mehr Informationen zu dieser Vase und dieser blutigen Nachricht benötigt. Uns könnte hier etwas Entscheidendes entgangen sein. Etwas Entscheidendes? Generalstaatsanwältin, Sie scheinen genauso im Dunkeln zu tappen wie wir. Was die Wahrheit betrifft, die wir hier herausfinden wollen. Was? Sagen Sie uns einfach nur, was Sie gesehen haben. Wir setzen dann die Informationen zusammen, um die Wahrheit herauszubekommen. Nun gut, die Zeugin darf mit ihrer Aussage fortfahren. Zeugenaussage: Vase und Nachricht in Blut. Ich habe die Blutspuren auf der Vase sofort bemerkt, aber in dem Zimmer war es dunkel und ich hatte keine Zeit, dem nachzugehen. Um sicher zu gehen, habe ich das Blut abgewischt. Die Bruchstücke waren groß, deswegen bin ich mir sicher, dass ich alle gefunden habe. Ich konnte an nichts anderes denken, als sie abzuwischen, bevor sie entdeckt würden. Sie meinen, Sie waren diejenige, die diese Nachricht im Blut weggewischt hat? Zu dieser Zeit war ich noch nicht Generalstaatsanwältin. Sie glaubte nicht, dass Dark der wahre Mörder war. Deswegen versuchte sie, die echten Beweise zu entfernen. Nun gut, die Verteidigung kann jetzt mit dem Kreuzverhör beginnen. Kreuzverhör, Vase und Nachricht in Blut. Ich habe die Blutspuren auf der Vase sofort bemerkt. Die Vase war also schon zerbrochen? Es ist ein Wunder, dass sie nicht schon früher zerbrochen war. Sie sieht ungefähr genauso kläglich aus wie die Position der Verteidigung. Aber nicht so kläglich wie das Urteilsvermögen des Richters. Sie waren doch eine Top-Inspektorin, der nie etwas entging. Wollen Sie uns wirklich weismachen, Sie hätten nicht untersucht, was auf den Scherben stand? Normalerweise hätte ich das. Aber in dem Zimmer war es dunkel und ich hatte keine Zeit, dem nachzugehen. Sie haben also nicht gewusst, dass der Name Ihrer Schwester auf der Vase stand? Nein. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich alle Scherben aufgesammelt und zu Staub zermahlen. Nun, das hilft uns jetzt richtig weiter. Lana, das würdest du für mich tun? Scheint so, als würden sie beide sich doch noch vertragen. Wie auch immer, ich hatte kaum genug Zeit, um die Leiche zu bewegen. Wenn jemand gekommen wäre, hätten sie die Beweise nicht mehr beseitigen können.
Sie müssen es sehr eilig gehabt haben. Das hatte ich. Ich wusste, dass ich die Beweise beseitigen musste, bevor jemand kommt. Das ist äußerst schockierend. Um sicher zu gehen, habe ich das Blut abgewischt. Ich fürchte, Ihr Handeln offenbart, was wirklich passiert ist. Was meinen Sie? Wenn Sie wirklich dachten, dass Dark Staatsanwalt Marshall getötet hat, hätten Sie das Blut nicht weggewischt. Was hätte ich denn sonst in dieser Situation machen sollen? Lana, ich hatte nur wenige Augenblicke Zeit. Ich hatte gerade genug Zeit, um die Scherben einzusammeln. Die Bruchstücke waren groß, deswegen bin ich mir sicher, dass ich alle gefunden habe. Aber wie konnten Sie bei dem Stromausfall etwas sehen? Es war doch stockdunkel im Büro. Eine Inspektorin ist auf alles vorbereitet, Herr Wright. Selbst jetzt habe ich immer eine Taschenlampe und eine Kamera dabei. Ich habe ja auch immer eine Notfallflasche mit Luminol dabei, egal wo ich hingehe. Ich übersehe nie etwas. Ich habe jede einzelne Scherbe aufgesammelt. Ich konnte an nichts anderes denken, als sie abzuwischen, bevor sie entdeckt würden. Sie haben also den Tatort kriminellerweise umarrangiert? Ja. Meine Handlungsweise ist nicht zu entschuldigen. Tut mir leid, Lana. Ich habe nicht gewusst. Ich habe dich die ganze Zeit über so schlecht behandelt. Es ist noch nicht zu spät. Es ist noch genug Zeit, sich wieder zu versöhnen. Nachdem wir diesem Vorfall auf den Grund gegangen sind. Dieser Tag wird zweifelsohne die Staatsanwaltschaft für immer beflecken. In Ihrer Aussage sind noch weitere Widersprüche ans Licht gekommen. Deine Schwester kämpft wirklich wie ein Löwe. Du musst ihr wirklich sehr viel bedeuten. Nichtsdestotrotz hat sie dabei den falschen Weg eingeschlagen. Ich glaube, ich habe jetzt endlich die Widersprüche in ihrer Aussage erkannt. Es gibt noch eine letzte Möglichkeit, die alles zum Guten wenden könnte.